Hey, Sonnenschnittchen, komm her und widme mir etwas Aufmerksamkeit. Ich spritz euch ab, meine Süßen. Hey, Schöner, dich habe ich hier noch nie gesehen. Meine nahen Pflanzenschwestern könnten eine schnittige Flora wie dich in ihrem Leben gebrauchen. Aha. Ich sag dir was, wenn du meinen Schwestern beim Wachsen hilfst, belohne ich dich mit einem romantischen Geschenk. Was sagst du? Für so etwas ist es noch ein bisschen zu früh, meinst du nicht? Muss ich mich schlecht fühlen, jetzt so was zu synchronisieren? Oh nein. Oh nein. Willst du mich verkohlen? Ich muss jetzt hier zurückspringen, mich wieder zu verwandeln. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja. Mach hin, ich will Kisten zerschmettern. So. Ach Quatsch. Muss ich nicht. Alle die Hut. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja! So, sorry. So, dann kriegen wir die nämlich auch voll gespritzt. Ich versprühe meinen Samen. Meine Stimmen werden immer versauter. Es tut mir leid. Das macht das Spiel mit mir. So. 5. Wo ist Nummer 6? Hier hinter irgendwo? Jawolla. Danke, dass du meinen Schwestern beim Wachsen geholfen hast, Sahneschnittchen. Du hast sie völlig von deinen Wurzeln gehauen. Hier ist ein romantisches Geschenk. Oh Gott, ich liebe es. Prima, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Komm mal besuchen. Gut. Genug hier rumgesamt. Mann, was soll ich denn machen? Die redet doch so. Die hat doch sogar dieses gemacht. So, was hast du denn jetzt für ein Tonikum? Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Willkommen zurück. Ich wette, ihr werdet alle meine Tonika im 0, nichts freigeschaltet haben. Wohllaufer. Erhalte plus ein Schmetterlingsgesundheitsplatz. Na, warum nicht? Mit dem Tonikum solltet ihr leichter vorankommen. So. Haben wir das schon mal? Dem muss ich da oben wahrscheinlich dann was von Layli reinschießen. In den Mund.
So. Schade, ich dachte, jetzt kommt wieder so ein schönes Gedicht oder so. So. Hier war, glaube ich... Tut mir leid, ich habe mit dir nichts zu tun, Exe. Muss also mit der Pflanze auch nochmal hierher laufen. Und mich anflirten lassen. Natürlich. Nein. Nein. Ein geheimer Pfad. Ja. 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 Da, 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 da. Beauty, haben wir das auch? Hier kann ich noch nichts geben. Ich kann... Das ist die Stampfattacke, hatten wir noch gar nicht gemacht. Wie viel habe ich? 20 Federn. Wir brauchen 30, um dann wenigstens noch die letzte Fähigkeit freizuschalten. Okay, ich kann sie weg. Da ist gerade. Da fliegt was in der Luft. Hier waren wir auch noch nicht. Aber eigentlich würde ich. Ich weiß, ich habe eine Feder gerade verpasst. Aber ich will auch noch nicht hier hoch, glaube ich. Glaube ich. Dafür gehe ich gerade ganz schön weit. Also irgendwie ist das Spiel pervers. Muss ich ja sagen. Geh doch schlafen, wenn du müde bist. Miss Monte. Also, es gibt Fallschaden. Gut zu wissen. Da geht's nicht lang. Gut, dann müssen wir uns nochmal zur Pflanze machen. War das überhaupt eine weibliche Pflanze, mit der, die ich da synchronisiert habe? Ja, ist pink, würde ich jetzt sagen. Na, 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 doch nicht, wenn ich mich hier... Wie, ich kann... Konnte ihn nicht angreifen. Ja, vielleicht haben sie auch kein Geschlecht, aber... War so... Hat sich so weiblich angehört. Und nein, ich bin das nicht, das ist das Spiel, was pervers ist. Und der Fledermaus nichts davon, aber in der erweiterten Version dieser Welt ist auf dem Monument ein Spezialtrickstrecker versteckt. Der Auslöser, um das Geheimnis zu offenbaren, ist allerdings ziemlich gut versteckt. Ich glaube nicht, dass du ihn finden wirst. Ging ja noch. Hab mit Schlimmeren gerechnet. Viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Und wie es weitergeht, sehen Sie in der nächsten Folge, Miss Monte. Erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon. Aber die Ranke hat mir erzählt, dass unter dem Eingang zu dieser Welt ein Geist versteckt ist.
diese Ranke ist echt vertrauenswürdig. Na, das ist doch der erste Geist, den wir gefunden haben, oder? Oder bin ich jetzt doof? Können wir hier hoch? Ach so? Mal ein bisschen abkürzen hier. Da sind ja auch noch Schalter, sehe ich gerade. So, wieder zurück in unsere alte Form. Als Eidechse und Fledermaus. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Nochmal. So, was ist das? Hallo da oben. Danke für das Licht, damit ich die Zielübung vorbereiten kann. Wenn ihr die anderen drei blockierten Fenster noch freilegen könntet, wäre das famos. Famos in deinen Schoß. Irgendwie ist selber Kamera drehen gar nicht so toll. Ist mir inzwischen aufgefallen. Herausragende Arbeit. Kommt rein, dann können wir einen sportlichen Wettbewerb um einen echten Preis ausrichten. Was meint ihr? Ich weiß, dass es da drin ist. Brauchst du mir nicht zeigen. Freunde. War da gerade ein Hihi? Da war doch gerade ein Hihi. Wie wärmer? 27 reicht immer noch nicht. Auch noch drei Federn. Dann müssen wir ja doch den Berg weiter hoch. Da oben ist auch noch eine Feder, aber keine Ahnung, wie wir da rankommen. Noch zwei. Da, da, da. Achso, da wollte ich hin. Eins. Zwei. Drei. Ich nehme die drei. So, vier. Und fünf. Rampus Schatzkammer. Ich will lieber das hier haben, anstatt ein paar blöde Federn und eine Seite. Hab keinen Schlüssel. Was muss ich machen? So, jetzt haben wir die über 30 Federn. Dann können wir ja die letzte Fähigkeit noch freischalten. Dann haben wir, glaube ich, einiges zu tun. Nein, Mama. Ich bin rechtzeitig zum Abendbrot zu Hause. Warte, ich muss gehen. Willkommen, Freunde. Schlupfschuss. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja. Okay, Wormi. Bring uns was Cooles bei. Nun, okay. Seid ihr bereit? Dieser nächste Trick ist etwas ganz Besonderes. Ein wirklich toller Trick. Nur zu, raus damit. Wir müssen ein paar Magiebücher füllen. Wenn du vor essbaren Objekten wie Beerenbüschen stehst, kannst du B drücken, um sie zu essen. Toll, nicht wahr? Das ist alles? Wir hatten diese Federn für die Casino-Welt aufheben können. Ruhig Blut, Layli. Da steckt sicher mehr dahinter. Natürlich, wenn du nach dem Essen X drückst,
spuckt unser grüner Freund sein Essen als Schleimgeschoss aus. Ist eklig. Völlig nutzlos. Was willst du uns denn als nächstes beibringen? Wie man einen fahren lässt? Naja, eigentlich. Ihr geht schon, kommt bald wieder, sorry, voll wichtiger Anruf und so weiter. So, dann können wir jetzt schlucken und spucken. Das Schlimme ist, ich mache das noch nicht mal mit Absicht. Und der rülpst jetzt schon. Achso. Da haben wir schon mal geschluckt und gespuckt. Jetzt gehen wir mal da hoch, weil jetzt haben wir ja alle Fähigkeiten. Das heißt, wenn da oben irgendwas ist, sind wir vorbereitet. Oh, diese Melodie. Ich liebe es. In Dauerschleife, aber ich liebe es. Mir fehlt noch Fliegen. Muss ich hier lang? Ist das richtig? Ich bin auf der Spitze des Berges, aber ich weiß nicht, was ich hier soll. Warte mal. Hatten die was gesagt von wegen erweiterte Welt? Dafür muss ich raus? Und mit dem nochmal sprechen? Oh, oh. Wir versuchen es. Ja, hier ist noch so eine Blume. Aber die hat wahrscheinlich auch nur irgendwelche Tipps für mich. Hier was? Wahrscheinlich komme ich da nicht ran. Doch. Doch, doch, doch. Gut, ansonsten ist hier wohl scheinbar nichts. Nichts. Oh, oh, oh. Schade. Adi-da-di-da-du. Dann gehen wir mal raus. Ich bin der Meinung, die haben irgendwas gesagt von wegen. Nase juckt. Aber richtig. Mehr Energie. Danke. So. Schlupp. Sammle Pages um in Kapital B's Konzernzentrale. Ivory Towers. Ihr seid wieder da und lebt noch. Dieser Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Ja, wir... Moment mal, welche Wette? Diese Großwälzer können gefährliche Orte sein. Aber es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Großwälzer wie dieser hier können erweitert werden. Das dachte ich mir. Also, das hat er ja vorher gesagt. Mit der Kraft der Pages, die ihr gefunden habt. Eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllt sie mit zusätzlichen Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Das klingt geil. Klingt cool. Klingt cool.
Wie funktioniert es? Wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden, entweder erweitert ihr einen Großwälzer, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht Ivory Towers nach einem neuen Großwälzer, den ihr mit uns freischalten könnt. Erweitern oder erkunden? Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei auch beliebig. Hauptsache, ihr habt bei eurem Abenteuer genug Pages gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Pages, um einen Großwälzer zu erweitern, Pagey? Das ist ganz leicht. Tretet einfach auf den Schalter vor dem Großwälzer und drückt auf A. Ich werde euch sagen, wie viele Pages erforderlich sind und den Wälzer erweitern. Um die anderen Großwälzer zu finden, achtet auf die hilfreichen Wegweiser, die wir Pages überall in den Ivory Towers verteilt haben. Alles klar. Wir machen dann jetzt mal weiter mit unserem Abenteuer und sagen dann noch, ob wir erweitern oder erkunden wollen. Ihr braucht 3 von uns Pages, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr die Stammblocktropen erweitern? Ja. Größe zählt. Errungenschaft freigeschaltet. Und wie gibt es hier viele zweideutige Sachen drin? Mir ist auch aufgefallen. Stammblocktropen. So, und jetzt ist die... Du hast die Welt erweitert. Komm mich und meine Freunde suchen. Oh, das sieht cool aus. No, was ist denn das? Sieht aus wie von Mario. Nicht Bomb-Bomb, nicht Goomba. Dieses Steinding halt. Komm jetzt nicht drauf. Okay, jetzt können wir da überall nochmal hoch. Toll. Eigentlich umsonst hier alle dir macht. Na los. War ja klar. War ja klar, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Lädt sich die... Jetzt hat sie sich aufgeladen, aber jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das wegen dem Kill gerade war oder... Halt, Winzexer! Der große Rambo hat kein Interesse an deinen Haustürgeschäften. Kehre um, sonst bist du dem Untergang geweiht. Danach muss ich erstmal meine Stimme schonen. Oh Gott. Oh, jetzt kratzt mein Hals. Ups. Ups. Aua. Da, 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 da. Aua! Oh, das war wirklich sehr kratzig. Aua! Mann! Oh, ho, ho, ho.
So, jetzt aber. Hallo, mein Freund, oder nicht? Der große Rampo, alter, knackiger Steintyp. Der Großrampo braucht keine doppelverglasten Fenster, ihr sterblichen Verkäufer. Wir verkaufen keine Fenster, sondern jagen Pages. Ich bin Yuka und das hier ist Lail. Der Großrampo erkennt Klinkenputzer auf den ersten Blick. Ihr beide geht allen Charakteren dieser Insel mit euren Angeboten auf die Nerven. Macht euch bereit, von meinen althergebrachten Neigungskräften bestraft zu werden, ihr lästigen Glashausierer. Was? 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 Wie? Was? Wie? Hä? Was? Wie? Was? Wie? Was ist überhaupt, was er da runter schüppt? Reicht jetzt! Reicht jetzt. Keep cool, ja? Keep cool, Brauner. Verstehe noch nicht ganz, was ich machen muss. Doch, Zähne zerstören. Ah, das einnehmende Lächeln des großen Rambo ist dahin. Mal sehen, wie ihr damit klarkommt, ihr sterblichen Plagegeister. Ups, Salazzi. Aua, aua. Aufhören. Der große Rambo hat noch offene Zahnarztrechnungen. Der Abhang des großen Rambo steht nur eingeladenen Gästen zur Verfügung. Haltet euch fern. Jetzt sehe ich erst, dass ich gar nicht die ganze Zeit nach vorne. Das ist aber unfair. Oh, ist das unfair. Nach vorne drücken muss. Aua. Rambo, sei lieb. Großen Rambo wurde geschändet. Seid verflucht, sterbliche Högerer. Der große Rambo hätte so tun sollen, als sei er nicht zu Hause. Das Fenstergeschäft ist ganz schön aufregend. Wie wäre es mit einem Berufswechsel, Yuka? Schlüpf. Schlüpfriger Pfad. Errungenschaft freigeschaltet. Und Stimme kaputt. Das war wirklich eine anstrengende Stimme. Ein Glück habe ich sowas nicht bei Yuka und Layli gewählt. Oh. Ausgetrickst. So. Damit haben wir das.
Ach, ihr. Ihr interessiert mich nicht. Hat der jetzt eigentlich neue Angebote? Also hier Snake? Mr. Snake? Nee. Das war's schon. Kommt wieder vorbei, bevor er anruft. So. Das war eine Vase, oder? Brauche ich da vielleicht Pflanzlein? Lass mal da rein. Im Monument. Wir sind ja gar kein Eidechse, wa? Wir sind ja ein Chamäleon. Na gut, ein Chamäleon ist auch irgendwie eine Eidechse, oder? Oh, jetzt kommt man hier viel besser hoch. Da geht's auch hoch. Haha. Haha. Und hier geht's auch nochmal rein. Oh, Abkürzung nach oben.